Dann lass mal den Admiral rankommen. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Ich kann Ihre Bedenken verstehen. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Aber was ist mit der Erde? Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Ich verstehe. Gut. Dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Beckett, Ende. So, dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen die Normandie anschauen. Das ist ja hier im Prinzip der Kommunikationsraum. Und hier ist dieser Strategieberatungsraum etc. Hier werden sich dann nachher andere große Kriegsherren und Volksvertreter niederlassen. Aber wir haben hier auch ganz wichtig das Kriegsterminal. Und da werden die Kriegsaktivposten gezeigt. Jetzt haben wir hier erstmal die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sich versammelt haben. Sind ihre Kriegsposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv die Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. So. Wir sehen jetzt hier, wir haben die Allianz. Da haben wir momentan das Allianz Technikkorps, die 133. Marinedivision, die erste Flotte, die dritte Flotte, die fünfte Flotte. Wir hätten jetzt hier wahrscheinlich noch mehr Ressourcen, wenn wir nicht damals im Comic die menschliche Flotte geopfert hätten, um den Rat zu retten. Da wir das gemacht haben, haben wir allerdings jetzt hier, da hätten wir 200 Punkte mehr gekriegt. Das ist im Prinzip nicht viel. Dafür haben wir den Rat gerettet. Dann haben wir Diana Alice und die Allianz-Fregatte Normandy. Das ist nämlich witzig. Unser Schiff ist genauso wert, ist mehr wert als die ganzen einzelnen Flotten, die wir haben. Und das ist halt nur die Allianz. Dann haben wir hier die Bin Sinan Al-Jai, weil wir die jetzt im Prinzip angesprochen haben, haben wir die auch gewonnen. Gut. Unten sehen wir dann Bereitschaftswert 53. Das geht im Prinzip auf das ganze Universum bezogen oder auf die ganze Galaxie. Diesen Wert können wir hochsetzen, den Bereitschaftswert, entweder durch den Multiplayer oder durch, ja, es gibt da noch eine iOS-App, die man dann über Origin, also Electronic Arts Origin, einloggen kann und dann werden damit alle Mass Effect-Spiele, die über den gleichen Origin-Account laufen, also bei mir wäre das im Prinzip jetzt hier das Mass Effect für die Wii U und mein Xbox, werden dann gemeinsam hochgespielt. Das Witzige ist, ich könnte jetzt auch zum Beispiel den Multiplayer eher auf der Xbox spielen und damit meinen Bereitschaftswert aber auch hier auf der Wii U hochschrauben, theoretisch. So, da aber der Bereitschaftswert nur 53 beträgt, werden meine gesamte militärische Stärke ungefähr um die Hälfte reduziert, also auf 267. Und wir sehen da unten, ich brauche Minimum diesen Wert, damit ich überhaupt den Angriff wagen kann später. So ist Endziel. Das ist im Prinzip vergleichbar mit im Mass Effect 2. Da konnte man die Normandy aufrüsten. Und je mehr sie aufgerüstet war, desto erfolgreicher
war nachher der Endkampf. Und das gleiche ist hier ungefähr auch. Also je weiter ich das aufgerüstet habe, desto erfolgreicher ist dann der Endkampf. Dann haben wir hier noch die Konfliktgebiete. Da haben wir so eine weitere Karte. Jedes Konfliktgebiet hat eine Bereitschaftswertung, die seinen möglichen Beitrag zur letzten Schlacht angibt. Werden diese Gebiete vernachlässigt, kann sich ihr Status verschlimmern oder die Gesamtbereitschaft eben. Da haben wir hier 52, 52, 52, 52 und 59. Also standardmäßig wäre alles auf 50. Da ich aber einmal den Multiplayer gespielt habe, der zufällig die Karte in der Attika-Traverse gespielt hat, habe ich hier 9 Prozentpunkte gekriegt und für alles andere 2 Prozentpunkte. Es gibt dann auch später weitere Sachen, mit denen man dann auch im Spiel die Werte hochschrauben kann, indem man bestimmte Missionen erfüllt und so weiter, aber dazu kommen wir später. Jetzt haben wir hier noch die Modelle der Allianzflotte, hebe ich mal jetzt auf. Dann haben wir hier, die werden nachher in der Vitrine des Kapitäns auf seinem Deck gezeigt. Da kommen wir aber gleich dazu. So, jetzt müssen wir hier scannen. Selbst der Schiffseigner muss hier gescannt werden, obwohl man hier an der Seite durchgehen kann, aber das ist halt ein Zugeständnis an die Ladegeschwindigkeiten. Und geladen werden muss hier oft. So, was haben wir hier noch? Da vorne ist Joker, unser Schiffspilot, der verdammt nochmal beste Schiffspilot der Welt, nur leider an den Pilotenstuhl gefesselt, weil er Glasbeine Herr hat. Commander, Sie wissen, ich Glasknochen. hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Ach, das ist nicht Ihre Schuld. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Nein. Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Gut, können wir noch was mit dir reden? Nein. Manchmal kann man nur so ganz kurze kleine Dialoge machen, also nicht lange epische, wie wir es bis jetzt gehabt haben, mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, sondern die geben dann einfach nur ihre Kommentare. Hier geht es eben raus, wenn ich jetzt wieder auf die auf die Citadel wollte, dann könnte ich manuell aussteigen. So, ich glaube, dann ist hier nichts mehr. Da hinten war früher mein Schacht. Ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass Sie es näher untersuchen. Gut, dann haben wir hier noch unsere Spezialistin. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Ich hätte Ihnen natürlich helfen können. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie einfach. Sie sind nicht allein. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plaque entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Es kann jetzt sein, dass ich auf irgendeinem Planeten oder auf der Zitadelle irgendwo im Laden zufällig genau diese Zahnbürste finde. Dann könnte ich die kaufen und ihr geben und hätte dann nachher hier wieder einen Pluspunkt. Ein Stein im Brett bei der. Erstmal untersuchen. Beitritt zum Militär. Wie Wir wollen sind alles Sie über denn dich beim erfahren. Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Ja. Reaktion auf den Krieg. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. So, weiter. Im Prinzip ist sie meine Sekretärin. Ihre Arbeit im Labor. Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen.
Und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Jo, was haben wir denn noch? Was könnte ich denn noch fragen? Ach, persönliche Vergangenheit, natürlich. Wir wollen ja mehr über dich. Ursprünglich hier. Eine Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Auch wenn diese Freiheit mit Gefahren verbunden ist. Sie sind doch auf Mindua aufgewachsen. Ja, also momentan ist es auf den Kolonien wahrscheinlich sicherer als auf der Erde. Nirgendwo ist es wirklich sicher. Angesichts der Vorfälle auf der Erde gibt es sowas wie einen sicheren Ort wohl nicht mehr. Wohl wahr, Commander. Gut, haben wir noch was? Nein. Gut, dann zurück. Auf Wiedersehen. Weitermachen, Spezialist. Und wenn ich irgendwo eine Zahnbürste finde, dann sage ich Bescheid. So, dann haben wir hier noch die E-Mails. Was haben wir hier? Taktikmeisterschaften. Das ist so Tutorial. Brauchen wir nicht. E-Mail. So. Spezialeinheit. Shepard, die Allianz-Streitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Missionen werden die Allianz Türen an Orte öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald ihre Einsatzziele erreicht haben. Begeben sich zu einem Cerberus-Labor auf dem Planeten Sanctum. Genauere Anweisungen. Kurz vor ihrem Antreffen. So, und dieses, wir werden Agenten dahin schicken, das ist im Prinzip die Story, die den Multiplayer erklärt. Also, Shepard geht hin, Shepard rettet alles, dann geht Shepard wieder, Agenten kommen und sollen dann diese die Stellung halten. Und das wäre dann im Prinzip der Multiplayer. So, Wiedereinstellung. Commander Shepard, dieser Brief bestätigt offiziell Ihre Wiedereinstellung bei der Allianz Navy. Infolge von Admiral David Andersons kürzlich erfolgter mündlicher Zusage. Gemäß Paragraph 903.5 des Kriegsgesetzes sind Sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandy SR-2 zu übernehmen. Ihre Aufgabe lautet, Operationen gegen alle Feinde durchzuführen, die die Erde, ihre Kolonien und ihre Verbündeten bedrohen. Außerdem erhalten Sie diplomatische Befugnis, Verträge mit nichtmenschlichen Spezies einzugehen, sofern diese Ihre Mission dienen. Gut. Eilmeldung. An das gesamte Allianz-Militärpersonal. Dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenzen im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Wo geht's weiter? Da unten. Das gesamte Allianz-Militärpersonal soll das Sol-System bei der ersten Gelegenheit verlassen. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Schwere feindlicher Widerstand gemeldet. Ich wiederhole, versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Weitere Anweisungen erfolgen auf verschlüsselten Kanal. Rot, still. Red, silent. Allianzpersonal auf der Erde, das nicht evakuiert werden kann, sollen sämtliche Möglichkeiten, Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Das Allianzpersonal außerhalb des Sol-Systems soll sich zu den bekannten Sammelpunkten begeben und bei nächster Gelegenheit mit offenen Kampfoperationen beginnen. Erfolgt kein weiterer Befehl, darf unabhängig gehandelt werden. Also so. Ihre N7-Verteidigungspanzerung. Shepard, ich hatte auf der Erde keine Gelegenheit, Ihnen neue N7-Ausrüstung zu beschaffen und habe jetzt dafür gesorgt, dass ein N7-Verteidigungspanzer an die Normandie geliefert wird, bevor die Versorgungslinien noch unzuverlässiger werden. Probieren Sie sie aus, wenn Sie das nächste Mal zu einer Mission aufbrechen. Es ist mehr als nur ein bisschen mehr Panzerung. Der Sturmgewehr Valkyre. Das N7-Sturmgewehr Valkyre wird an alle neuen Allianz-Rekruten ausgegeben und ist die Standardwaffe der Bodentruppen. Die Allianz-Telemetrie zeigt, dass die Waffe im Kampf überaus effektiv ist. Da die Normandy jetzt ein Allianzschiff ist, konnte ich für die Crew einige dieser Gewehre ergattern. Die finden Sie in der Waffenspindel. Edi. Gewehr Argus. Das Argus hat bei Umfragen unter Vollzugsbehörden mehrere positive Bewertungen erhalten als jedes andere Sturmgewehr. Ich habe mir die statistischen Daten dieser Behörden angesehen und halte ihre Empfehlung für korrekt. Eine Lieferung von Argus-Gewehren befindet sich derzeit in der Waffenspind, falls Sie selbst einmal testen wollen. Ein neues Präzisionsgewehr. Shepard,
Ich habe vor einigen Wochen einen interessanten Plan gefunden für ein vollautomatisches Präzisionsgewehr namens Indra. Ich habe eines in Auftrag gegeben, das inzwischen ausgeliefert wurde. Sie finden es im Waffenspind der Normandy. Das Indra wäre in Ihren Händen sicher besser aufgehoben als in irgendwelchen Lagerhäusern. Dann haben wir hier noch Alarm, neuer Artikel Quarianische Flotte. Citadel, wo ist die Quarianische Flotte? Neuesten Informationen zufolge erbeuten die Reaper in einem fieberhaften Tempo ein System nach dem anderen. Mitglieder aller Spezies flüchten von ihren Stationen, Kolonien und in einigen Fällen sogar von ihrer Heimatwelt. Dieser erzwungene Exodus ist vor allem für die nomadischen Quarianer nichts Neues, die schon vor Jahrhunderten von den synthetischen Geth von ihrer Heimatwelt vertrieben wurden. Aber während die Galaxie sich gegen die Reaper wehrt, hört man von den Quarianern verdächtig wenig. Sprecher der Turianer und der Allianz können die aktuelle Position der Flotte nicht nennen. Sie sagen, sie hätten im Moment andere Sorgen. Was immer die Quarianer auch vorhaben, sie wollen es vor dem Rat geheim halten. Beim Halt zum Auftanken von auf Ilium gab die Flotte kein nächstes Reiseziel an. Und außerdem werden Berichte zufolge galaxieweit alle jungen Quarianer von der Pilgerreise zur Flotte zurückbeordert. Gierig und kurzsichtige Kräfte werden in Zeiten der galaktischen Krise immer versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wir können nur hoffen, dass die Pläne der Quarianer nicht das einzige Vorhaben stören, das jetzt wichtig ist, die Reaper aufzuhalten. Einen ähnlichen Artikel haben wir ja schon bei den, also etwas nüchterner natürlich, haben wir ja schon in der, wie heißt das nochmal, Spectre-Einsatzzentrale gehabt. Okay, und hier noch Prioritätsmission Eden Prime. Commander, Cerberus hat Eden Prime angegriffen und hält die Kolonie jetzt besetzt. Die Alliance-Streitkräfte sind derzeit weit verstreut, um die Kolonie befreien zu können. Aber wir tun unser Möglichstes, um den dortigen Widerstand unauffällig zu unterstützen. Dabei haben wir erfahren, dass Cerberus ein wichtiges proteanisches Artefakt entdeckt hat. Wir wissen nicht, warum es sich dabei handelt, aber es scheint der Grund für den Angriff auf die Kolonie gewesen zu sein. Sie müssen die Kolonie infiltrieren und das Artefakt beschaffen. Diese Mission ist im Prinzip für das Proteaner-DLC aus der Asche wichtig. So. Gut, dann haben wir hier noch die Galaxiekarte. Eroberte Systeme im Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mit Hilfe des Tarnsystems und so weiter. Also, wir haben hier die. Das sind so von Reapern eroberte. Da werden wir nachher hingehen, weil wir ja diesen turianischen Patriarch retten wollen. Was haben wir hier? Da kann man ein proteanisches Artefakt beschaffen. Also im Prinzip alles, was klingt, da sind so Missionsziele. Da sind wir jetzt gerade. Das ist halt wichtig, weil da ist die Citadel drin, deshalb blinkt das immer. Und da ist ein Cerberus Labor. Gibt es hier noch lauter weitere. Hierhin. Also hier in dem Gebiet gibt es im Prinzip momentan noch nichts, was uns interessieren würde. Anus Becken. Torianischen Patriarchen hätten. Artefakt beschaffen. Illanest. Okay. Y beenden. Das ist auch ganz wichtig, da können wir ganz kurz, bevor wir in die nächste Etage gehen, Start drücken. Dann haben wir hier das Logbuch. Da haben wir einerseits die Kodexe, das sind ganz viele. Vor 50.000 Jahren waren die Proteaner die einzige weltraumfahrende Spezies der Galaxie. Sie wurde durch eine galaxieweite Vernichtung ausgelöscht. Geblieben ist nur das Vermächtnis ihrer Herrschaft. Wir können jetzt da alle anhören, aber ja. Da haben wir das gleiche mit den sekundären Zielen. Die werden nicht vorgelesen. So. Aber jetzt wichtig, wir haben jetzt hier die Mission. Wir haben einmal eine N7-Mission. Die sind gut, die geben Boni und so weiter, sind aber nicht verpflichtend. Aber helfen unwahrscheinlich dazu bei den Waffen oder Kriegsstatus dazu erhöhen. Außerdem begegnet man in diesen N7-Missionen gerne mal Charakteren aus den vorderen Spielen. Die haben immer eine kleine Mission, sind aber nicht unbedingt für das Missionsziel erforderlich oder fürs Durchspielen, helfen aber unwahrscheinlich. Dann haben wir hier die Priorität-Mission. Das sind die Missionen, die man machen muss, um den Spielfluss weiterzubekommen. Da haben wir jetzt eben die, also
bis auf die hier. Die braucht man im Prinzip nicht machen, weil die ja eigentlich das DLC ist. Die kann man im Prinzip auch später machen. Aber wir werden die auch irgendwann machen. Und dann haben wir hier Priorität Palavan. Das ist die. Und das ist die, die wir vorher, diese Mission, die wir vorher einfach aufgeschnappt haben beim Hören. Und das sind so Mini-Missionen. Proteanischer Obelisk. Der Velos-Diplomat benötigt ein Protean. Meistens kann man die machen, wenn man sowieso auf dem Planet ist oder durch Scannen oder sonstige Sachen.